Gracie macht sich was zu essen. Ja, der Chat funktioniert ja eh nur so semi-gut. Von daher gesehen habe ich die Hoffnung, dass wir von Backseat Gaming und so auch einfach verschont bleiben. Oder so. Nein, ich habe doch keinen Platz mehr. Ja, schon. Moment, ich habe doch noch Platz? Ach nee, Glumanda ist ja abgekratzt zwischendurch. Stimmt. Ich vergaß. Wer kann die denn mal essen? Du. Ich habe mich draufgesetzt, du kannst sie essen. So. Oh, schon ein Heckleon. Laden. Gefunden. Leute, was ist da los? Okay. Gott sei Dank haben die eigentlich auch alle ganz gute Attacken, um sich zur Wehr zu setzen, aber ich habe trotzdem immer die Angewohnheit, dass ich mich dann einmal umdrehe und ich sah nur noch Feuer vor mir, um zu gucken, was passiert. Ja, einmal draufsetzen und dann Igelava zum Fraß vorwerfen. Ich weiß nicht, wo euer Problem ist. Ach, ich sehe gerade, Jan hat wahrscheinlich einfach keine Hydropumpe mehr. Das ist sein Problem. Gar nicht so drauf geachtet. Wundere mich schon die ganze Zeit, warum er immer nur Eisstrahl einsetzt. Aber so mag ich das Dreifeld eigentlich ganz gerne. Das ist irgendwie ganz cool, dass du drei so zusammenhängende Dungeons hast. Da kommt so ein bisschen Nostalgie auf. Das ist so ähnlich wie der Feuerberg und der Frostwald. Die gehörten ja auch irgendwie zusammen und waren aber komplett gegensätzlich. Und es ist hier irgendwie dann auch wieder so, dass man da wirklich so einen kleinen Dungeon-Marathon macht. Das ist schon irgendwie echt cool, muss ich sagen. Ich glaube, man muss die jetzt nicht am Stück machen. Okay. Ich, ja. Können wir das bitte unkommentiert so stehen lassen? Ich weiß nämlich nicht, was ich dazu sagen soll. Wenigstens hat es nur mich erwischt und nicht die anderen. Das ist das Positive. Natürlich ist die Treppe einfach im letzten Raum. Guten Tag. Dann halt nicht. Autsch. Also dafür, dass es das Feuerfeld ist und man eigentlich Angst vor Feuerattacken haben müsste, ist hier doch sehr viel Intensität, Erdkräfte und Geofissur am Start. Okay. Ich wollte mich eigentlich schräg bewegen, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Also schon gefährlich hier drin. Aber wie gesagt, eigentlich mag ich das Dreifeld für die Thematik schon ganz gerne. Mit diesen drei Dungeons, die zusammengehören. Wir haben auch Bosskämpfe. Moment, da glitzert noch was. Oh, da waren Carbon drin. Oh, Galoppa. Ich habe doch keinen Platz mehr, glaube ich. Aber ist schon ein bisschen härter hier. Auf jeden Fall. Die Sache ist, schicken wir jetzt Gracie nach Hause, um möglichst viele Pokémon zu rekrutieren, weil Jan will ich auf jeden Fall gerne behalten. Es tut mir immer so ein bisschen leid, dass Gracie immer nach Hause geschickt wird, aber wenn ich die Pokémon halt schon mal einmal rekrutiert habe, nimmt mir das halt schon viel Arbeit ab, ne? Hallo? Klingt nach... Kamerupt. Ich habe einen Teambeleber-Orb. Alles gut. Ach ja, du hast eine Mega-Entwicklung. Ich vergaß. Nee. So. Das war schon schmerzhaft. Aber jetzt müsste ich doch quasi die Pokémon, die jetzt K.O. gegangen sind, die sind doch, glaube ich, noch prinzipiell... dabei, genau hier. Und dann kann ich die jetzt einfach wiederbeleben. Ich weiß nicht, ob ich es auch am Ende der Ebene machen könnte. Aber jetzt sind sie wieder da. Erstmal. Okay. Was da unten? Ah, da kann ich was treffen. Einfach mal ausprobieren mit dem Ladungsstoß. Und da ist auch die Treppe. Nein! Nein! Bitte unterlassen Sie dies augenblicklich.
Aber ich meine, es ist schon eigentlich positiv, dass es nur zwei Pokémon erwischt hat. Es hätten mehr sein können. Ich meine, ich sollte nicht sagen, ich spamme auch die ganze Zeit Ladungsstoß, wenn ich kann. Aber da ich natürlich auch... Es ist so gemein, rekrutierst hier voll viele Feuer-Pokémon. Kann auch mal irgendwer dieses Ditto treffen? Na, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt möchte ich eigentlich... Nimm mal Galoppa, weil ich mach nichts. Galoppa würde einfach angreifen. Du rekrutierst hier voll viele Feuer-Pokémon und dann kriegst du Erdkräfte an den Kopf geworfen. Das ist schon... gemein, ne? Was haben die mit dem ganzen Ditto? Meine Güte. Ja, ich muss meinen Chat auch öfters mal neu laden. Ja, aber es funktioniert. Wenn man ab und zu mal F5 drückt und den Chat zumindest neu lädt. Also ich habe den Chat halt als separates Fenster. Dementsprechend, wenn ich auf Neuladen klicke, dann lädt nicht der ganze Stream neu. Also bei mir sowieso nicht, weil ich streame und ich zugucke. Aber wenn ihr den Chat nochmal ein extra Fenster packt und dann neu ladet mit F5, dann lädt halt immer nur der Chat neu und nicht der Stream gleich mit. Ab und zu einfach mal machen, wenn nichts mehr geht. Wie gesagt, ist ein bisschen anstrengend heute, aber es ist wesentlich besser als gestern. Deswegen bin ich einfach schon dankbar, dass das mit dem Kommunizieren mit euch so halbwegs funktioniert, auch wenn die Hälfte in der Chatbox im Stream fehlt. Aber Hauptsache man, also es klingt jetzt voll arrogant, aber Hauptsache man hört mich. Also ich glaube, es wäre für die Aufnahme, die später auf YouTube kommt, schlimmer, wenn man mich nicht hören würde, als dass nur der Chat nicht lädt. Weil ich ja zumindest dann auf das eingehen kann, was ihr schreibt. Dementsprechend seid mir aber nicht böse. Na, ich habe keinen Platz gerade. Wenn ich nicht auf alles eingehe, was im Chat steht, kann ich sowieso bei PMD nicht so gut, weil ich mich aufs Spielen konzentrieren muss. So ein bisschen. Aber kann auch sein, dass ich manche Dinge einfach nicht lese, weil sie mir nicht angezeigt werden. Das ist da nicht böse gemeint. Gibt ja immer so Leute, die irgendwas in den Chat schreiben, was eventuell auch gar nicht so relevant ist. Also ich sag mal, ich kann ja jetzt auch nicht unbedingt alles immer aufgreifen, was im Chat steht. Zum einen würde ich dann, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr hinterherkommen, wenn ich zu jedem immer einiges sagen würde. Und zum anderen, manche Dinge, wenn da jetzt einfach nur ein Emote gepostet wird, was soll ich da jetzt so großartig zu sagen? Jungblut, ich würde gerne, aber ich habe keinen Platz mehr. Es tut mir leid. Und Jan möchte ich in dem Feuer-Dungeon nicht nach Hause schicken. Nee, also wenn ich, wie gesagt, auf alles eingehen würde, ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig. Und manches kann man halt auch einfach gar nicht so kommunizieren. Nein, Glutexo. Es gibt aber immer Leute, die dann wirklich beleidigt sind und dann ihre Nachricht immer und immer und immer wieder posten und dann fragen, ignorierst du mich eigentlich mit Absicht? Nein. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Genau, ich klicke auch immer auf das Zahnrad, dann auf Nicht-Mod-Einstellungen und dann auf Pop-Out-Chat, weil dann auch die Pepes im Chat angezeigt werden. Das ist so meine Taktik. Oh, Treppe. Die nehme ich. Aber ist doch auch mal ganz schön, wenn die Chatbox so mit einem Wusch nachlädt. Dann sieht es immer aus, als wenn einfach super viele Leute gleichzeitig geschrieben hätten. Dann fühle ich mich ja schon ein bisschen fame. Wenn jetzt all diese Leute auch noch gleichzeitig subben würden, dann würde ich mich gleichzeitig auch noch reich fühlen. Oh, ein Lebenssamen. Erstmal essen. Erstmal Raichu mit mehr als 200 KP. Let's go. Okay, irgendwas wurde besiegt. Ich kenne Zuschauer im Chat, die würde ich auch ignorieren. Oh, hat er nicht gesagt. Der Sellout. Das Problem ist, Problem in Anführungszeichen, das ist ein sehr totales Premium-Problem. Wenn ich mal so in den Chat gucke, sehe ich fast nur Subs. Also jetzt gerade, das kann auch sein, dass irgendwas nicht geladen hat, jetzt gerade sehe ich tatsächlich nur Subs in meinem Chat. Dementsprechend, wer ist denn da, der potenziell noch subben könnte oder einen Sub geschenkt kriegen könnte? Also,
das ist dann doch irgendwie eher der Einzelfall. Dementsprechend, es ist in dem Punkt ein Problem, aber eigentlich ja nicht, ne? Der Chip ist getarnt, stimmt. Schon so ein bisschen. Die Sub-Armee, so oder so ähnlich. Die Pose von Jan beim Level-Up ist ja auch super. Also, zu dem Thema übrigens, jetzt kommt ein Exkurs in euer absolutes Lieblingsthema: Verdienste. Ja, das eine Schneckenmark kann da liegen bleiben. Oh, Eve. Gut, dass ich meinen Fuß gerade angehoben habe, um ihn hochzulegen, weil der kam echt flach. Uiuiui. Als ich damals Twitch-Affiliate wurde, also ihr seht, ich fange schon sehr früh an mit meiner Story, da fand ich das tatsächlich sehr cool, dass sie dieses Programm halt überhaupt möglich gemacht haben, dass eben auch Leute, die sich nicht als Partner qualifizieren, aufgrund der Zuschauermenge, der Watchtime, was auch immer, dass diese Leute halt trotzdem die Möglichkeit haben, so eine kleine Partnerschaft zu kriegen, sag ich mal, sodass man dann ja quasi ein Emote haben konnte. Heutzutage auch mehr. Ich glaube, heutzutage können Affiliates auch bis zu 5 Emotes oder so einfügen, je nachdem, wie viel Subs sie haben, ähnlich wie bei den Partnern auch. Aber damals war halt nur ein Emote-Slot. Und, Hi, Kekleon. Ich gucke aber noch mal in dem einen Raum, weil ich werde mich sehr verarscht fühlen, wenn die Treppe hier drin ist. Okay. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich sehr gefreut, als ich damals Affiliate wurde. Was? Wie, wo? Ach so. Ja, kann man mal machen. Und das andere direkt wieder ausgekackt. Weil das war halt schon cool, ne? Also ich fand, das war halt einfach eine schöne Möglichkeit, auch kleineren Content-Creatern die Möglichkeit zu geben, da den Stream quasi nochmal zu level-uppen. Was ist da hinten schon wieder los? Ich weiß es nicht. So. Also das fand ich echt eine schöne Idee. Also einige Features, die Twitch so einführt, Hype Train, Kanalpunkte, finde ich für mich persönlich eher überflüssig. Da fände ich es aktuell schöner, wenn sie das mit dem Chat gefixt kriegen würden, aber sie arbeiten mit Sicherheit dran. Die können ja auch nicht zaubern. Aber das mit dem Affiliate-Programm fand ich tatsächlich echt gut. Und da hatten wir ja unser Pika-Emote damals und Mopsi war dann noch Tier 2 und Frubbi war damals Tier 3. Das fühlt sich schon so nostalgisch an, das sozusagen. Und das war halt echt schön, weil dadurch hatte ich halt zumindest ein Emote, was dann Leute benutzen konnten. Ich hatte ja potenziell sogar 3 Emotes, dadurch, dass ich halt ja auch mein Tier 2 und 3 selber benutzen konnte. Also das war schon cool, dass da nicht nur Jan die Emotes hatte, sondern ich halt auch so ein bisschen zumindest meine eigenen hatte. Und ja, war halt auch total froh oder total glücklich, dass es Leute gab, die mich dann gesubbt haben, obwohl ich halt wirklich nur einen Emote-Slot hatte, weil ich sag mal, manche Leute auch heutzutage sagen natürlich, ich subbe, um dich zu unterstützen, was ich super, super lieb finde. Aber es gibt eben auch genug Leute, die sagen, ja, ohne Emotes würde ich halt nicht subben, weil dann habe ich ja nichts davon, außer Werbefreiheit. Deswegen, ja, fand ich das damals schon total toll, dass es Leute gemacht haben. Und hatte da so eine kleine Anzahl von Subs, wo ich gesagt habe, okay, das ist so die durchschnittliche Subzahl, die ich immer habe. Das sind Leute, die dann auch regelmäßig resubben und da bin ich sehr glücklich mit. Ich meine, du kannst es aktiv nicht beeinflussen. Also ich könnte mir selber Subs quasi kaufen und dann meiner Community schenken, aber das ist nicht so Sinn der Sache, sich selber Subs zu kaufen, ne? Deswegen, so wirklich aktiv kann ich ja nichts daran ändern. Ich kann ja jetzt nicht Leute zwingen zu subben. Ich kann höchstens passiv versuchen, Belohnungen bereitzustellen und zu motivieren und so, aber aktiv, also ich kann halt nichts an der Subzahl ändern, ne? Die ist halt so, wie sie ist, aber ich hatte halt immer so eine Zahl, die ich im Blick hatte und gesagt habe, okay, das ist so ein bisschen der Durchschnittswert. Das waren damals so 50. Und als ich dann Twitch-Partner geworden bin, ist die Zahl dann auch nochmal ein Stückchen hochgegangen und das ist so die Zahl, die ich immer so im Blick habe, wo ich mir denke, wenn wir da ungefähr sind, ist es eigentlich ziemlich cool. Und aktuell sind wir sogar ein ganzes Stückchen drüber, was ich ziemlich cool finde, was auch erklärt, warum so viele Pokebälle im Chat sind. Also aktuell, in Anführungszeichen, läuft es ganz gut, kann man das so sagen? Nee, also aktuell haben wir echt viele Subs, was ich richtig cool finde. Dementsprechend, Dankeschön.
Wer wagt es, diesen Ort zu betreten? Diese Unverfrorenheit muss bestraft werden. Ich bin Entei. Der Vulkan ist mein Zuhause. Wer nicht freiwillig geht, den werde ich dazu zwingen. Was macht Ursaring da vorne? Gut, ich gebe zu, als es hieß Feuerfeld, Blitzfeld und Nordwindfeld. Also Feuer und Donner ist noch so eine Sache, oder Feuer und Blitz. Aber Nordwind, finde ich, hat es schon ziemlich verraten. Weil Entei für Feuer, Raikou fürs Donnergrollen und Suicune für den Nordwind. Also ich finde, wie gesagt, der Nordwind hat schon sehr verraten, welche drei Pokémon man hier antrifft. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber ja, wir battlen jetzt erstmal Entei. Ich sehe schon, Ursaring wird nicht so lange überleben. Stellen wir uns einfach mal demonstrativ davor, um alles abzufangen. Jan kann von hinten die Hydropumpe schießen. Ich greife von hier aus an, da kommt noch eine Glut angeflogen. Ja, ich sag ja, Ursaring wird nicht lange überleben. Aber komm, ich gönne dir jetzt mal den Mini-Belebersamen, weil wir jetzt eh am Ende angekommen sind. Einfach nur Sub-Only-Streams machen, dann subben alle, weil sie neugierig sind. Irgendwie glaube ich, dass das so nicht funktionieren würde. Und ich sag mal, ich weiß, es war jetzt ein Keck, logisch, aber allgemein, Real Talk, ich mache meine Streams für alle Leute. Dementsprechend, nur weil jemand nicht gesubbt hat, würde ich ihm auch nicht die Möglichkeit nehmen wollen, zuzuschauen. Aber wie gesagt, ich finde es echt schön, dass wir aktuell wirklich so viele Subs sind. Nicht nur wegen den Verdiensten, sondern auch einfach, weil dann die Emotes auch auf jeden Fall viel vertreten sind im Chat und ist natürlich einfach schön, ne? Mag auch aktuell dran liegen, dass viele Leute viel Zeit haben, die Streams zu schauen und dann vielleicht gewillter sind zu subben, keine Ahnung. Aber ja, wir sind auf jeden Fall schon ein Stückchen über der Zahl, die ich halt immer so als Normalzustand in Anführungszeichen ansehe. Das ist auch eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Aber wie gesagt, wenn wir auch mal drunter sind, ja meine Güte. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, ne? Sehr schön. Ich bin unterlegen. Du, was willst du? Was? Die Klarfeder? Jetzt begreife ich. Du wünschst, dieses Pokémon zu treffen. Tritt zurück. Frag mich nicht, wie die Feder das überlebt. Aber sie sieht jetzt auf jeden Fall hübscher aus. Enteis Flammen bringen die Klarfeder zum Glühen. Die Klarfeder wird zur Rotfeder. Nimm diese Feder und zieh nach Westen. Dort findest du das Blitzfeld. Es wird sich dir ein Pfad auftun. Los, das Blitzfeld wartet. Aber das war schon ein sehr stylischer Kampf. Auf jeden Fall. Ich denke, hier muss ich vermutlich auch nochmal ein zweites Mal rein, um Entei zu rekrutieren. Wahrscheinlich, weil durch die Cutscene jetzt das oberste Priorität hat. Aber gut, ein paar Aufträge im Dungeon machen, der ist ja auch nicht so groß. Und dann werde ich mir Entei offscreen snacken. Ich glaube, da müssen wir auch kein Rematch machen, wie gegen die Hauptstory-Bosse, weil der Kampf wäre eh 1:1 der gleiche. So, das Blitzfeld steht jetzt offen. Nee, das ging voll klar. Fun Fact, im Original ist das Blitzfeld der Ort, wo man Donnerstein kriegt. Ist ein bisschen nervig, weil das dann doch sehr lange dauert, bis man sich entwickeln kann als Pikachu. So, dann wollen wir doch mal die ganzen neuen Teammitglieder willkommen heißen. Das ist auch lustig. Erstmal ein Pokémon beim Feuerfeld rekrutiert und es lebt beim Tiefgrünberg. Ist irgendwie gar nicht paradox oder so. Da finde ich immer schön, wenn wir so viele Pokémon aus den Dungeons mitnehmen können. Weil klar, wie gesagt, wenn man nochmal in Dungeons ein zweites, drittes, viertes Mal reingeht, dann ist die Ausbeute wesentlich kleiner. Man kann dann potenziell noch welche mitnehmen, die man schon mal hat, zum Entwickeln dann nochmal. Aber ist natürlich frustrierend, wenn dir genau so ein Pokémon fehlt und du bekommst das einfach nicht. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich wirklich so viel absahnen kann. Das Grinsen von Mashok ist vielleicht auch ein bisschen sehr weit hochgezogen, aber gut. Aber ich habe irgendwie nur grinsende Pokémon rekrutiert.
Bin übrigens sehr dankbar dafür, dass das hier standardmäßig auf Nein steht bei dem Spitznamen und ich einfach durchdrücken kann. So. Alle einmal mitgenommen. Am nächsten Morgen. Das Gute ist, es ist kein Marathon. Also man muss jetzt nicht direkt danach in den nächsten Dungeon rein. Das wäre tatsächlich sehr mies. Das wäre dann nämlich so ein versteckter 90-Ebenen-Dungeon mit 3 Bosskämpfen. Aber gut, haben wir schon mal ein Drittel geschafft. Klonk. Was haben wir da noch Schönes? Ich glaube, ich habe mittlerweile schon so ein... Oh. Ein paar Intensivtickets kann das sein. So, jetzt gehen wir aber noch mal einmal kurz zum Pokémon-Platz, weil ihr habt ja gesehen, mein Beutel ist voll, voll, voll. Dass wir uns da direkt noch mal vorbereiten. So, das behalten wir für Gracie. Dann haben wir 2 perfekte Äpfel, 3 große Äpfel, so. Ich glaube, ich habe gar nicht viele Äpfel gegessen in dem Dungeon. Das ist okay. So. Ich denke, das ist an Belebersamen auch okay, wenn ich bedenke, dass ja durch das Halbieren nochmal doppelt so viel drin ist. Wie viele Intensivtickets habe ich eigentlich? Ja, ich meine, die normalen bringen natürlich nicht ganz so viel. Ich glaube, es ist eher sinnvoller, wenn du wirklich Pokémon mit niedrigem Level rekrutiert hast und die mal eben entwickeln möchtest, aber sie sammeln sich ganz gut an. Jetzt erstmal eine Stunde lang leveln. Nicht. Wie gesagt, also wir haben ja im letzten Stream Arctos, Zapdos, Lavados schon mal rekrutiert, weil da waren die Rematches natürlich auch anders als in der Hauptgeschichte. Die waren stärker, die hatten andere Attacken, ne? Die haben andere Texte gehabt. Deswegen möchte ich das ganz gerne mit Groudon und mit Rayquaza auch noch machen. Aber alles in der Afterstory würde sich halt nicht lohnen, noch ein zweites Mal zu machen. Gut, jetzt Latias, Latios, Kyogre haben wir sowieso bekommen. Aber jetzt die Regikämpfe nochmal zu machen oder jetzt die gegen die Raubkatzen... Finde ich halt irgendwie unnötig, weil das wäre 1:1 das Gleiche. Aber dass wir zumindest die wichtigen Kämpfe dann alle nochmal sehen. Wo ist denn jetzt das Feuerfeld? Ich wollte da einmal gucken. Da. Ja, Glumanda, Glutexo, Ditto und Magma. Junglut und Kammer. Aber guck mal, wir haben eigentlich potenziell echt viel im Feuerfeld. Das ist gar nicht mehr so viel, was uns da fehlt. Kann man mal... Der Cursor auf dem Silbergraben stand. No! Ich glaube nicht. So, dann auf zum Blitzfeld. Guck, wieso hat Gracie jetzt schon wieder 65? Was tut sie? Aber du kannst deinen Kraftbandana gerne wieder haben. Und dann geht's auch schon los. Aber Geld habe ich zumindest genug in diesem Spiel. Nicht, dass ich es jemals brauchen werde, aber ich habe es zumindest. Das sieht stylisch aus. Ich meine, ich habe es ja schon so oft gesagt, ich finde Dungeons, die mit Elektrizität zu tun haben, Blitz, Donner, whatever, sind schwierig darzustellen. Weil Feuerfeld, klar, packst du Feuer hin oder Lava oder so. Frostwald, ja, ist halt eingefroren. Sturmmeer, naja, Wasser. Aber ich... finde tatsächlich, dass sowas recht schwierig darzustellen ist. Und deswegen finde ich es immer sehr beeindruckend, wenn die das tatsächlich gut hinkriegen. Ein gutes Beispiel dafür ist Ranger 3. Da gibt es einen Donner-Dungeon, wo halt auch wirklich Blitze runterkommen. Und das finde ich halt sehr atmosphärisch. Und das hier finde ich eigentlich auch gut gemacht. Gut, es ist so ein bisschen klischeehaft. Oh, Blitz, gelb. Wir packen mal gelbe Bäume und gelben Boden hin. Aber so? Vor allen Dingen... Voltilam! Cute! Und flauschig! Vor allen Dingen, gut, der Boden hier ist jetzt... Ich weiß auch nicht, ob das einfach quasi so ein bisschen verdorrte Wiese sein soll oder ob das die Blätter sind, die runtergefallen sind. Oder ob das Käse ist und das eigentlich im Geheimen das Käseland aus Mario Kart 8 ist. Aber, nee, finde ich eigentlich ganz passend und vor allen Dingen auch, dass sie da so ein paar Pflänzchen, die noch Laub haben, reingepackt haben. Aber überwiegend wirklich... Habt ihr eigentlich hier Blitzfänger? Du zumindest nicht. Dass überwiegend kahle Bäume dastehen
oder hier auch, die so ein bisschen gelb gefärbt sind. Also, dass die Bäume quasi so ein bisschen blitzableitermäßig da in der Gegend rumstehen. Also, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich musste beim Mini-Gaius gerade tatsächlich kurz überlegen, warum, bis mir wieder einfiel. Ach ja. Das Projekt, wo wir das Ampharos mit dem Namen hatten, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Das war Kolosseum, ne? Oder war es XD? Ich glaube, es war... Oder? Moment, es war Kolosseum, glaube ich. In XD hatten wir My Hero Academia-Namen. Aber das waren sowieso richtig coole Projekte, muss ich sagen. Also ich bin ja sowieso ein ganz, ganz, ganz großer Fan von Pokémon Kolosseum und XD. Und ich weiß, es wird keinen Nachfolger geben, aber ich hätte mir so sehr einen Nachfolger gewünscht. Jetzt auch für die Switch, gerne. Weil, ich sag mal, die Spiele kamen halt für den GameCube raus. Jetzt auf der Wii oder auf der Wii U hättest du vielleicht noch Gefahr gehabt, Bewegungssteuerung oder so. Aber, oh, Gabor, nice. Aber hier, ne, mit dem Switch Pro Controller wäre das halt schon echt nett. Ich weiß, es wird nicht kommen. Wahrscheinlich würde eher ein Remake kommen als ein neuer Teil. Aber ein Remake würde ich auch nehmen. Nur, ich fühle mich so, hallo? Mäh! Ich fühle mich ein bisschen angemäht hier. Nee, ich fände das halt echt cool. Ich habe mir immer gewünscht, noch einen Teil der Reihe zu haben, so ein bisschen trilogiemäßig. Ich weiß, ja, Aure war dann vielleicht schon ein bisschen ausgelutscht, aber da waren so viele Freiflächen, da hätte man noch so viele Städte reinpacken können, neue. Ich hätte mir das halt echt irgendwie gewünscht. Und dann mit Glaciola und Fulifurba als Starter-Pokémon. Und mit weiblicher Protagonistin eventuell als Auswahlmöglichkeit. Und dann vielleicht die alten Protagonisten auch nochmal wieder treffen. Und mit Mega-Entwicklung und ach, es wäre alles so geil gewesen. Aber es kam leider nie. Aber nichtsdestotrotz liebe ich Kolosseum und XD immer noch total. Ich finde dieses Prinzip mit den Krypto-Pokémon so cool. Ich mag das total gerne, dass man da keine Arenen hat, sondern einfach der Story quasi folgt und es ist einfach echt schön. Ja, ich mag das super, super gerne, beide Spiele. Und deswegen habe ich auch super viel Spaß gehabt. Mein Chat eigentlich gerade hängen geblieben oder seid ihr so ruhig? Das ist immer so die Frage. deswegen haben die Projekte auch super viel Spaß gemacht mit Jan. Also, sind glaube ich so echt... Ja, Pika! Weiß nicht, ob seine Lieblings-Let's Plays sind, aber die sind schon sehr weit vorne. Also ich finde die schon... Und tschüss. Echt schön als Projekte. Hat super, super viel Spaß gemacht. Würde ich ja potenziell mal wieder machen, aber ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Das kann ich auch. Aber es war schon cool. Wir waren zwar immer ein bisschen knapp hinterher mit dem Aufnehmen... Aber ansonsten, hab ich das immer sehr gerne gemacht. Sind auch so Spiele, die eigentlich jeder mal gespielt haben sollte. So, ich habe mein Team wiedergefunden. Wenn mein Chat sich jetzt wieder verbinden würde, wäre das richtig geil. Aber er arbeitet gerade dran. Das ist auch okay. Ich hoffe, wenn der Chat gleich wieder lädt, dass die erste Nachricht irgendwie ein Jan Rage oder so ist. Aber mehr als F5 mashen kann ich gerade nicht. Gut, ich bin jetzt auch für den Dungeon nicht so hundertprozentig perfekt aufgestellt mit meinem Raichu, aber naja. Geht schon irgendwie? Fragezeichen. Solange halt niemand mit Blitzfänger oder Voltabsorber oder sonst was hier rumläuft, geht das ja eigentlich ganz gut. Nun kann ich es halt nie unbedingt erkennen. Ich erinnere an unser Voltenso, bei dem ich dachte, es hätte Blitzfänger, aber es hatte einfach keinen Blitzfänger. Da bei dem Zapdos-Kampf. Das war schon ein bisschen gemein. Ich hatte mich schon drauf verlassen. Vor allem habe ich Zapdos auch so ein bisschen... Ja... getrash-talkt in dem Moment und dann... Oh, ich habe gar keinen Blitzfänger. Schade. Ich muss ja mal ganz kurz gucken.